Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medieval Dynasty. Hier schweben die Leute schon zu Boden. Jetzt ist sie gelandet, jetzt kann sie loslaufen. Okay, ich bin's Onkel Bogi und wir sind zurück. Ich habe unterwegs, ihr habt ja gesehen hier unten, mein Wasservorrat ist voll. Nahrung leider nicht. Ich hatte hier unten an der Brücke, wir sind in Baranica. Ich hatte ja gesagt, dass wir nach Baranica gehen und uns dort wiedersehen. Und hier sind wir nun. Ich habe ein bisschen Flusswasser getrunken und habe mir ein paar Beeren am Wegesrand geschnappt zum Schnabulieren. Oder was sagst du dazu, Simovit? Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen viel getrunken. Ist es so, Simovit? Wir haben 13.50 Uhr, wie kann das sein? Ach, das weiß ich nicht. Ich habe Kopfweh, okay. So, wir haben ein Quest hier. Die nette Dame möchte etwas. Sitzen hier so. Bestimmt hat sie Streit. Bestimmt die Mutter hat Streit mit ihrer Tochter und sagt so: Ich will, Bogi, ich will nicht mehr darüber zu ihr und so. So, wie kann ich dir helfen, Griselda? Oh, Alter 64. Hast du in letzter Zeit. Wo finde ich? Leb wohl. Was? Ah, hinten dran. Ah, der Junge im Stall wieder. Oh, das ist natürlich auch geil, wenn wir irgendwann mal so ein paar von diesen Ziegen hätten. Eine Dame dieses Mal. Alina, wie geht es dir? In letzter Zeit wurden... Nein, bitte nicht. Nachts viele gefährliche Tiere gesichtet. Unsere Leute werden immer ängstlicher. Oh, sag, wärst du bereit, einige von ihnen für uns zu vertreiben? Wir warten einige Münzen auf dich, wenn du das machst. Ja, was willst du denn haben? Hoffentlich keine Bären. Eisenpfeil. Oh, die hat gelogen. Die hat gesagt, es warten Münzen auf uns und wir haben angenommen. Dabei warten Eisenpfeilen, Eisensperren, Reputation auf uns. Boah, das ist Betrug. Betrug! Warum? Warum lügst du mich an? Falsche Tatsachen versprochen. Dafür nehme ich das kleine Lamm mit. Ach, das ist doch süß, oder? Schaut mal. Oh, Hilfe. Hab ich jetzt gemacht. Ich wollte mir das von Namen anschauen. Hallo. Das ist doch süß, oder? Wie sie jetzt frisst und so. Okay, wenn wir hier sind, wir hatten gesagt, wir wollten mal nach Villager anschauen. Wir hätten ja die Möglichkeit, Mann und Frau aufzunehmen. War doch so, oder? Haus ist fertig geworden und es wohnt niemand drin. 0 von 3. Oh, warte mal, Tierhaltung, was war da los gewesen? Ah, okay, nee, Produktion. Die Taverne hat kein... Was braucht die Taverne denn? Keine Ressourcen. Okay, Evalda hat... Ja gut, die kann die Suppen und sowas wahrscheinlich gerade nicht machen. Aber die müsste dann anfangen, die anderen Sachen zu machen. So, jetzt lass uns mal genau schauen, wer was kann. Okay, was haben wir hier? Okay, Wulstan. Hat einen lustigen Namen, aber Wulstan, die brauchen wir leider nicht. Oh, hier. Mutli Boga. Klingt ja wie Bogi. Oh, Mutli Boga ist gar nicht mal schlecht. Kann aber im Feld nicht. Ist ein Fischer und Schmied. Fischer und Schmied brauchen wir gerade nicht. Bergbau und... Nochmal verschnaufen. Bergbau und Fischer brauchen wir aber auch nicht, oder? Bergbau und Fischer. Ja, wobei Grabungsschuppen. Grabungsschuppen. Brauch. Gewinnung. Grabungsschuppen. Sehe ich das hier direkt? Radovid, doch hier. Na, Bergarbeiter. Wollen wir noch, sind es jeweils Frauen? Leopolda arbeitet da. Hier arbeitet Radovid. Das heißt, wir laufen wieder Gefahr, dass die irgendwann ein Kind haben und nicht arbeiten können. Boah, schwierig. Gut, bleibt eigentlich nur die Linke übrig. Mit Fischfang halt noch gut. Boah. Aber was kann noch? Haben wir keinen Grabungsschuppen? Pass auf, wir machen es mal anders. Ich gehe erstmal ins Inventar und erst mal eine Handvoll Beeren und überdenke die Sache nochmal. Handvoll Beeren ist gut. Ich fresse hier alles weg, was ich an Beeren habe. Ich werde jetzt einen ganz blau verschmierten Mund haben. So, Beeren sind weg. Und ich weiß immer noch nicht, was ich machen möchte. Wieso habe ich noch Bretter einstecken? Das ist auch verkehrt. Seht ihr mal. Dann lasst uns doch mal nach Branica. Wäre diese Richtung, oder? Passt mal auf. Lass mich mal hier rüber. Ab nach Branica. Wir schauen mal, ob wir dort
ob dort Hilfe zu erwarten ist. Ist ja nur ein Katzensprung. Ist ja nur ein Bogiesprung entfernt. Oh, ups. Ja, das ist halt... Unser Charakter wird halt auch älter, ja, wenn wir hier rennen und springen. Das kann schnell mal zu schmerzhaften Verstauchungen und sonst was oder Hüftschmerzen oder so führen. Das ist alles... Kennen wir alles. Ja, komm, genau. Schmerzhafte Verschnaufung auch. Jetzt haben wir hier unten... Da kommt der... Hast cool gemacht, gell? Weil der kommt ja wirklich hier so ein bisschen rausgesprudelt. Oder sieht es nur so aus? Ach, das ist schon cool. Gefällt mir alles. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Haben wir hier... Hätte eigentlich den offiziellen Weg nehmen sollen, anstatt irgendwo quer aus dem Feld zu kommen. Ist ja für die Bewohner schon auch nicht so cool. Oh, ihr habt schön mit den Feldern, mit der Einfassung und mit dem Korn. Ich weiß gar nicht, wenn ich den Sensor raushole, mal ein bisschen Feldarbeit hier mache. So, wo ist denn euer Dorfmittelpunkt? Hier. Okay, aber auch drei Damen. Aber schaut mal, links neben Diplomatie, Fischfang, Diplomatie und Diplomatie. Also ich muss sagen, hier in Branica sind die Menschen sehr diplomatisch und Tutki ist so klein. In Tutki gibt es niemanden, gell? Pass auf, was du jetzt? Machen wir jetzt mal, wir gucken mal. Wir machen mal einen Schwenker nach Rolnica rüber. Und dafür machen wir eine Zeitreise. Wir sind noch nicht am Ziel, Leute. Aber ganz ehrlich, schaut mal. Ich wollte euch diesen Anblick nicht vorenthalten. Wie geil das ist, oder? Das ist hier neben auf den Hängen vor Rolnica. Wie geil das auch wäre, hier ein Dorf hinzubauen. Aber ich meine, wir fangen ja nicht neu an. Wir werden unser Dorf auch nicht umsiedeln. Aber schaut euch das mal an. Das ist schade, dass hier keine Brücke rüber geht. Nach Tutki. Aber wie geil, oder? Da oben ist das andere Dorf. Stellt euch mal vor, wir hätten hier unten. Hier gibt es halt keine Straße und nichts, oder? Hier neben ist da eine. Hier sind hier Straßen. Ich glaube nicht. Sieht nur so aus, als ob da ein Weg wäre. Hier diese Fläche wird sich ja so extrem anbieten. Das ist so schön. Wo haben wir denn eigentlich? 17.16 Uhr. Der Tag schon wieder fast zu Ende. Und hier wartet ein Quest auf uns. Das kann nur ein böses Ende nehmen. Vor allem, weil es auch noch zum Jahreswechsel ist. Ich glaube, da nimmt das Quest nämlich keine Rücksicht drauf, von wegen so, ah ja, der Spieler ist jetzt in die nächste Jahreszeit gewechselt, sondern die ärgern sich dann, dass ich es nicht erledigt habe. Wenn es jetzt irgendwie Baumaterialien oder irgendwas ist, dann werde ich es noch annehmen. Die versammeln sich schon alle hier, was geht denn hier ab? Wer ist es? Wer hat die Sorgen? Du. Nein. Wer? Hey. Du. Kasmira, wie kann ich dir etwas helfen? Nein, ich brauche deine Hilfe. Starken Mann, das werde... Ich muss meine Familie ernähren, aber die Lebensmittel sind verschwunden. Ich habe Münzen, aber keine Zeit. Okay, was willst du denn haben? Ja, ich darf echt nicht so viele Quests annehmen. Das ist gefährlich. Fleisch und Bären. Passt mal auf, das fange ich hier direkt vor Ort. Was gibt's denn? Oh, was haben... Oh, jetzt war... Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Warte mal. Leider keine Feldarbeit. Ein guter Jäger und guter Fischer. Passt ja ganz gut zusammen. Was haben wir sonst noch hier? Das kannst du mal vergessen. Und hier wäre wieder Schmied. Habe ich sogar... Ich habe eben unterwegs noch gedacht gehabt, soll ich ein bisschen was an Fleisch einsammeln? Ich habe weder Fleisch noch Bären. Gibt es hier Bärensträucher? Wir sind sehr wählerisch. Habt ihr das gemerkt mit den Leuten? Ja, das ist ein bisschen... Ah, hier ist Bärensträucher. Wir sollten eh mehr mitnehmen, weil wir brauchen auch für uns welche. Also nicht für unser Dorf, aber wir selbst sind auch hungrig. Wir sind ja immer hungrig, das ist ja nichts Neues. Komm, sammeln sie ein, damit wir sie haben. 47, ja komm, da kriegen wir uns schon mal gleich wieder auf halbe Nahrung hoch. Jetzt ist nur die Frage, ein bisschen Fleisch noch. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja, wobei ist ja Fleisch, aber mal gucken, haben wir hier irgendwas zum Jagen? Wir packen schon mal den Bogen aus. Oh. Ja, tut mir leid, muss sein. Wo ist der zweite Pfeilfuchs? Fuchs, du hast den Pfeil gestohlen, gib ihn wieder her.
Was gibt es? Zwei Fleische. Drei sogar. Okay. Ach, da liegt mein Pfeil. Sehr schön. Nämlich Eisenpfeile. Und keine Steinpfeile. Okay, tut mir leid, aber wir müssen es fürs Quest. Es gehört halt mit dazu. Gehört zum Mittelalter mit dazu. Jagen. Gehört auch in die heutige Zeit. Aber nur für manche. Da hat man schon tausendmal drüber geredet. Brauchen das Thema jetzt nicht mal hochzukochen. Aber ich könnte es, wie gesagt, nicht. Im Computerspiel ist es okay. Aber kennt ihr das eigentlich, wenn... Ich weiß nicht, ob das ist es so, ist es so eine Witzmeldung gewesen oder ist es wahr, dass sich schon mal irgendwie so eine Tierschutzorganisation dafür eingesetzt hat, war das die PETA oder so, dass Tiere nicht in Spielen getötet werden dürfen, oder? Sie ist da gerade eine hockende, in der Hocke darüber gezaubert. Egal, komm, du kriegst jetzt dein Essen und hattest doch... Ey, das ist ein geiles Bild gerade. Warte mal, ich muss das für hinterm Zaun machen. Sieht voll cool aus. Und da hinten sitzen auch noch welche. Wie geil, oder? Oh, gefällt mir richtig gut gerade hier. So, wer möchte es haben? Kasimira, ich stehe im Feuer. Schnell, schnell, schnell. Bezahlung, bitte. Oh, doch, 60 Münzen. Okay. Aber trotzdem. Ich kann euch leider... Ich meine, sie eventuell... Jäger, Fischer, Schmied. Aber ich brauche ja Gewinnung. Ich brauche Gewinnung. Und Gewinnung kann keiner von ihnen. Was hast du? Das wüsste ich... Sie hat so ein kleines Schweineköpfchen. Nee, doch, hat ein Schweineköpfchen neben. Zeig mir deine Ware. Lecker Dung. Ich hätte natürlich auch gerade das kaufen können, die Lebensmittel hier. Aber es hat mir sehr gefallen, liebe Leute, hier am Lagerfeuer. Ich werde jetzt weiterziehen, weil die Nacht kommt. Und das bedeutet für mich die nächtliche Jagd. Ich muss nämlich der nächtlichen Jagd folgen. Und muss aus eurer Mitte verschwinden. Kann ich das Feuer ausschalten? Oh. Warum will ich eigentlich so was? Wo sitzt ein Junge mit dabei? Also ist Blitzbohr schon alt. 15. Sind die mit als 15-Jährige, sind die ein bisschen kleiner? Oder sieht das nur so aus? Weil jeder Mann ist ja auch... Sie nickt. Sie weiß, dass im Dorf hier die Jungs immer ein bisschen kleiner ausfallen. So, jetzt könnten wir eigentlich... Ja, wir müssen ja hier rüber und müssen ja diese nächtliche Jagd machen. Ja, leider. Ja, wir müssen, weil... Es ist der dritte Tag des Sommers. Bleibt mir gar nichts anderes übrig. Dann würde ich sagen... Stöcke. Dann würde ich sagen... Stock. Wo ist der Stock? 30 Stöcke. Jetzt haben wir 100 Stöcke einstecken. Ist nicht verkehrt. Ich meine, dass wir mal loslaufen, um Stöcke zu holen. Hier ist es wieder diese freie Fläche da unten? Ja. Es ist so schön hier. Was ist denn, wenn ich diesem Weg folge? Da komme ich hier runter und könnte nach da abbiegen. Komm, wir folgen jetzt einfach mal den Weg. Vielleicht haben wir Glück und finden am Wegesrand wieder ein paar coole Sachen. Wenn wir eh schon hier runterlaufen müssen. Und ich würde sagen, wir machen nochmal einen Zeitsprung, bis wir uns in der Nacht wiederfinden und schauen, was da auf uns zukommt auf der nächtlichen Jagd. Ich hoffe nicht, dass wir Bären jagen müssen. Das wäre extrem... Oh. Bär, Wildschwein, Wolf. Okay. Ja, ja, ja. Also, ich würde sagen, wir müssen... Wo haben wir denn gute Wälder? Hier ist halt auch... was? Ich habe eben Map gedrückt. Wieso? Hier sind gute Wälder oder die Wälder hier drüben. Wollen wir hier rüber und dann darüber? Ich kann mir vorstellen, dass ich aber eher Wölfe in diesen Gebieten finde. Das heißt, lasst uns das Wasser überqueren. Sobald ich auf Tiere stoße, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Puh, es zuckt noch das Wildschwein. Es ging so schnell. Da konnte ich nicht in die Aufnahme reinspringen. Okay, das war unser erstes. Ich habe noch gedacht gehabt, hier, ich bin jetzt in den unteren Wäldern und habe nur Hasen gesehen und wollte noch so einen Witz machen von wegen hier, wer weiß, nächtliche Geräusche gehört und so. Könnte ja sein, dass es die Hasen sind oder so, ja, weil vielleicht haben die Dorfbewohner, jeder ist ja so ein bisschen anders ängstlich. Und ich kenne das, sogar nur zu gut, dass bei mir auf dem Dachboden, da sind so Gartenschläfer. Und die machen auch Krach. Und da war ich schon, genau, Gartenschläfer und Marder. Da war ich oben auf dem Dachboden und habe was rumgeräumt und auf einmal hat so ein Marder hat dann so einen Schrei gemacht auf dem Dachboden. Ich denke, das war ein Marder. Irgendwas hat hinter mir geschrien und ey Leute, ich bin zur Dachluke gerannt. Ich habe richtig Schiss gekriegt, ja, muss ich ehrlich zugeben. Und allein deswegen merkt man dann auch schon mal,
auch dass so kleine Tiere, der hätte mir ja nichts getan, so ein Marder, die sind ja ganz süß eigentlich, aber wenn der da oben schreit und du bist in der Dachschräge und ist das ein Wildschwein? Schade, ein Stein. Oh, Hirsche, schön. Und er hat es mich trotzdem ganz schön erschrocken. Und es hat dann natürlich zur Folge gehabt, dass man auch hier nächtliche Geräusche auch mal fehlinterpretieren kann. So, wo müssen wir denn lang? Wir sind schon fast wieder am Pranika. Ich würde sagen, wir bleiben am unteren Hang, näher des Wassers, bei den kleinen bösen Hasen. Und von den Riesenhasen. Ups, siehst du. Sollte nicht sein, der darf leben. Na gut. Krass, oder? Mit dem Nebel und... Wo ist der Mond? Man sieht nie den Mond, kann das sein? Weil wir haben eben noch die Sonne gesehen gehabt. Laufen wir jetzt falsch? Einmal ein bisschen umgeschaut und... Oh. Wow. Okay, wie sens? Sind jetzt nicht meine bevorzugte Beute. Könnten wir erlegen, wird uns auch eine Menge Fleisch bringen und Felle und sowas zum Verkaufen. Vielleicht auch gar nicht so schlecht. Aber kleine Wildkatzen. Ja, Luchse halt, gell? Aber es sind ja Wildkatzen. Auch wieder ein Luchs. Ja, das hasse ich. Oh, wir sind schon zu nah am Dorf. Klar, weil hier gibt es ja immer die Wiesens, deswegen. Okay, wo suchen wir weiter? Oberhalb in den Bergen. Lass uns mal hinter dem Ort nachschauen. Wie sieht es denn hinten dran aus? Weil wir haben erst 2 von 8. Wir müssen die ja hier abgeben. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich jetzt dann doch welche gefunden habe. Also bis gleich. So, ich muss es euch anzeigen. Die Nacht ist rumgegangen. Wir haben die Tiere nicht gefunden. Und es ist ein Jahreszeitenwechsel. Das heißt, das Quest ist bestimmt versemmelt. Was gibt's denn hier jetzt? Fahrender Händler. Ein fahrender Händler kommt vorbei. Er erzählt von seinen Waren und den weit entfernten Ländern, die er gesehen hat. Er sagt, dass er dir ein paar Tricks beibringen kann, um bessere Geschäfte zu machen. Natürlich für einen Preis. Sicher könnte ich einige Ratschläge gebrauchen. Ah, gib Diplomatiepunkte für 200 Münzen. Zeig ihm, dass du mehr weißt. Das ist ja geil. Zeig ihm, dass du mehr weißt. Dann kriegen wir 1.500 Münzen. Höflich ablehnen. Aber, hä? Einschränkung? Diplomatie? Ach, das können wir gar nicht nehmen. Weil dafür müsste Diplomatie höher. Was? 4 größer minus 10? Verstehe ich nicht ganz. Schade. Sollen wir das machen? Also mal 500 Punkte, Fertigkeitspunkte? Warum nicht, oder? Diplomatie? Ist das überhaupt schon wichtig? Müssen wir jetzt mal gucken. Diplomatie? Wir werden jetzt bei uns mit dem Bogen in der Hand wach. Nächtliche Jagd gescheitert. Und, der Pretzelbohr. Hallo. Lass dich mal genau ansehen. Ups. Du bist unser Kind. Unser Kind ist groß geworden. Pretzelbohr. Sehr schön. Danke. Vater, schau, was ich gefunden habe. Es ist für dich. Sehr schön. Danke. Komm rüber, Junge. Ja, cool. Und die Musik ist noch genauso wie in der Nacht. Spannend und gefährlich und so. Wo geht nun mein Sohn, unser Sohn hin? Wo gehst du hin? Du hast zu Hause zu bleiben. Nein, Quatsch, kleiner Spaß. Kleiner Pretzelbohr. Der kleine Pretzelbohr. Das Pretzelbohr. Wollen wir ihm mal folgen? Auch in der Hocke? Wir laufen mal so mit. Pretzelbohr. Wir folgen dir. Wir sind zu schnell, Pretzelbohr. Unsere Beine sind nicht so kurz wie deine und nicht so langsam. Deswegen sind wir ein wenig schneller. Warum machen wir gerade so einen Blödsinn? Weil wir mal auch ein bisschen rumblödeln wollen. Oh, Pretzelbohr sucht das Lagerfeuer. Mit den anderen, mit unseren hofnahen Hosen und sowas von Bernhard. Sehr, sehr cool. Wow, hier geht's ja richtig ab, Leute. Hier, geil. Schaut mal. Ich mach's euch an. Es ist zwar Tag, aber es sieht gut aus. So, und die anderen Kinder sind auch groß geworden, oder? Das ist keins von den anderen Kindern vorher gewesen, oder? Doch, Tipp, Alter. Ups, Entschuldigung. Ja, ist gut. Pretzelbohr, Pretzelbohr, schalalalala. Und in der Taverne geht's auch richtig ab. So möchte ich das. So ist das echt gut. Haben wir Häuserbeschädigungen wieder zum Herbst hin? Oh, wir haben auch Quest. Wer will was? Du willst ein Quest? Rasibor Waldebert? Nee, wer will denn questen? Du etwa? Sind die Bären eigentlich jetzt... Ah, guck mal, die sind verwelkt am Busch. Filiberta? Hm.
Ich könnte deine Hilfe brauchen. Was gibt es? Ich bin dabei, auf die Jagd zu gehen, aber mir fehlt noch etwas Ausrüstung. Ja, klar, komm. Willst einen Bogen, ne? Und warum geht's bei Sibora? Warum gehen hier Stimmungen runter? Ah, die können wieder arbeiten. Leute, vielleicht hat sich das Problem mit unserer Arbeit erübrigt gleich. Ja. So, Zeit zum Jagen. Ein Recurve-Bogen. Ja, kannst du haben, baue ich dir. Gar kein Problem. Und wenigstens gibt's hier Münzen. Münzen. Bare Münze. Was gibt's denn sonst? Was habe ich denn gerade eben gesehen? Wir müssen uns direkt mal um unsere Villager kümmern. Zwei Mütter wären wieder in der Lage zu arbeiten. Haben wir denn auch ein Neugeborenes? Ja, wir haben auch eins. Jetzt ist die Frage, Dobromjova, von wem bist du das Kind? Von Malvina. Das heißt, Malvina ist Mutter momentan. Malvina ist Mutter. Was hat Malvina denn vorher gemacht? Malvina war in der Landwirtschaft. Hä? Ah nee, Quatsch, Bernhard. Doch, doch, schon richtig. Wie sieht es denn jetzt aus von der Verteilung? Wir müssen mal ein bisschen über die... Wir haben... Das passt noch alles? Passt auch noch. Da arbeiten, das sehen wir ja hier, weil die Anzahl ausgefüllt sind. Oh, oh, Jagd, aber... Jagdhütte. Wir haben drei Stück, die jagen. Hier ist eine Fischer... Die Fischerhütte ist beschädigt. Gut, das heißt, eine Jagdhütte könnten wir noch jemanden anheuern. Müssen wir gucken, was unsere Lebensmittel... Ja, wir bräuchten ein bisschen mehr Nahrung. Werkstatt hat jemanden drin. In der Taverne arbeitet jemand. Die Taverne hat kein Brennholz. Ui, echt jetzt? Hat kein Brennholz? Nee, das heißt nicht Brennholz, oder? Das sind einfach, glaube ich, Zutaten. Das ist nicht das Brennholz, sieht anders aus. Schmiede arbeitet er noch. Speicher. Tierhaltung. Im Hühnerstall arbeitet noch jemand. Landwirtschaft, Scheune. Sieht gut aus eigentlich. Das heißt, wir können zwei Leute... arbeiten lassen. Da sagen wir, pass mal auf. Boah, hier ist Sven Sibora, ist halt prädestiniert für die Feldarbeit. Tut mir leid, mein Schatz, aber du freust dich ja auch wieder darauf, ein bisschen zu arbeiten, oder? Was hältst du davon, in der Scheune anzufangen? In der Scheune, wo die Explosion stattfindet. Bam. Fischerhütte und Scheune müssen wir reparieren. Als Scheunenknecht? Nee, nee, darfst du ein bisschen Landwirtschaft betreiben. Okay. Das wäre erledigt. Und Nidomira... war Jägerin. Ich, ganz ehrlich, wir haben momentan gemerkt, wir haben doch ein bisschen wenig Fleisch, gell? Du wirst wieder Jägerin. So, und zwar in der großen Zweierjagdhütte. Und nicht als Sammler, als Jäger. Haben wir momentan überhaupt einen Sammler? Müssen wir auch ein bisschen mal schauen. Doch, Sammler haben wir. Edward ist Sammler. Okay, jetzt sollte uns... Wir achten mal drauf, ob unsere Nahrung von knapp unter 3000 wieder ein bisschen zunimmt. Aber wisst ihr was, das war doch ein super Einstieg gewesen. Wir bauen dann in der nächsten... Was ist das? Was ist da oben für eine Markierung? Wen sehe ich denn da? Also erstmal die Scheune ist... Wartet mal. Wer ist das denn? Ach, unsere Frau. Unsere Frau wird jetzt immer oben angezeigt, oder was? Okay. Was brauchen wir denn für den Recurve-Bogen? Dann hole ich die Zutaten und in der nächsten Folge haben wir dann die ganzen Sachen. So, hölzerne Werkzeuge, Holzwaffen, Recurve-Bogen, ein Rundholz, viermal Leinenfaden. Okay, machen wir. Okay, aber wir machen das alles in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann, euer Onkel Bogi. Ciao.